Welcome in, everyone, to EA Sports' continuing coverage of PGA Tour Golf. Alongside Frank Nabilo, I'm Rich Lerner, and partner, you and I have called a lot of rounds of golf through the years. I know there's always something that piques your interest. How about today? Rich, every day brings you a chance to do something special. And when we get to sit in this perch, that's what I look for. And I don't want to see the head going down. I want to see that every single shot is a chance to do something special. That could be a chip. Maybe the chip goes in. Maybe it's a 30-footer that goes in. Maybe a drive gets rifled down the fairway. Do something special. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Runde 18 Loch hier bei EA Sports PGA Tour. Niemand Geringeres als Phil Mickelson hat mich heute dazu eingeladen, auf seinem Lieblingskurs in Arizona, nämlich auf dem TPC Scottsdale, hier zu spielen. Eine Einspielrunde, 18 Loch will ich mit euch gehen. Und das Ganze hier ist der Stadium Course. Und warum der so heißt, werdet ihr spätestens, so hoffe ich doch, weil ich habe ja die Zuschauer eingeschaltet, an der 16 zu sehen bekommen. Ich will nur so viel verraten, ihr solltet euch mal auf YouTube, ja, Turniere ansehen und ganz speziell hier die 16, vielleicht auch ganz speziell nach Tiger Woods suchen. TPC Scottsdale, Tiger Woods und natürlich das 16. Loch, denn das ist ein ganz, ganz besonderes. Okay, Freunde, ich habe mir gedacht, ich mache hier eine 18-Loch-Tour nochmal, hier noch eine Quickrunde, um mich ein bisschen zu leveln, weil wir wollen ja demnächst auf den Karrieremodus, auf den Karrierezug aufsteigen und deswegen lasst uns hier jetzt mal loslegen. Ja, das Ganze ist jetzt, ich habe jetzt mal auch wieder die Sonntags-Pin-Position eingestellt. Ich habe jetzt mal den Wind, weil mir jemand auch geschrieben hat, dass das wohl eine Auswirkung hat. Wir werden uns das Ganze mal ansehen, von Nord auf Süd gestellt. Und dann bin ich mal gespannt, wie weit sich das jetzt hier bemerkbar macht. So, was gibt es sonst noch zu sagen von den Einstellungen her? Ja, wie immer eigentlich schwarze Abschläge und diesen werden wir jetzt hier machen mit dem Driver. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel. So, hoffentlich bleibt er vom Bunker weg. Und läuft ein bisschen rechts rüber und first cut. It's way just into the rough, so a missed fairway here at one. Ah, but it is sitting up, so that's not too bad. Shouldn't be much of a problem from there. Yep. Second shot coming up. Let's bring in Iona Stephen. We're looking at 128 yards to the hole. Pin on the right-hand side, so plenty of room to the left of it. So, wir werden versuchen, den wirklich direkt auf den Stock zu spielen, auch wenn wir hier im First Cut liegen. Und das heißt, dass eigentlich ein paar Meter verloren gehen. Aber wir schauen mal, was passiert. Naja, die Richtung sieht schon mal gut aus und der sollte doch liegen bleiben. Sehr schön. Ah, good shot. Safely on the green and a birdie chance. Ja, ich hätte es nicht besser sagen können. So, das Ganze müsste jetzt ein Break sein. Genau richtig. So, wir schauen uns das Ganze wieder mal von oben an. Das heißt, es geht bergauf und wir haben 2,5 Kästchen. Ich ziehe wie immer hier ein bisschen runter. So, das ist schon ein bisschen mehr als nur rechte Lochkante. Aber da wir ja ein bisschen Gas geben müssen, müsste das eigentlich eventuell so passen. Ja, wollen wir mal schauen, dass der nicht unterm Loch durchrollt. Ah, ich wollte es gerade sagen. Der war doch ein bisschen flott. So, ich gehe aber davon aus, dass das jetzt nur ein leichtes Break hat. Mehr als ein Tap-In wird es wohl hoffentlich nicht sein. Und das erste Pärchen. Okay, cleaned up without any issue, and that is a par. On to the second, a 442-yard par for longer hitters can try and take advantage of the downslope 285 yards off the tee, but that brings those two deep fairway bunkers on the right into play. Ja, wenn ihr hier auf die rechte Seite schaut, das macht mir Hoffnung. Das sieht so aus, als wenn tatsächlich die Tribünen stehen um die 16 herum. Ja, wie gesagt, ihr dürft gespannt sein. Wir spielen heute natürlich erstmal wieder die Front Nine.
Wir haben 429 Yards, wenn der Drive so passt. Dann haben wir noch knappe 150 Yards. Eigentlich müssen wir hier auch nichts anbrennen lassen. Ein gerader Schlag, wenn er links bleibt, dann wird er nach rechts reinrollen. Wir haben ein bisschen Wind aus der linken Seite, ein bisschen Rückenwind. Das sollte eigentlich so passen. Versuchen wir einfach mal einen geraden Schlag runter. That one flirting with the left edge of the fairway. Springt er nach rechts? Bleibt uns wieder. Nein, er kommt nicht raus. Im Rough hängen. Errant tee shot here, Rich, but gonna have to muscle this one out of the rough. Second shot for him now at the second. So, also eigentlich müssten wir hier definitiv ein Eisen mehr nehmen. So. Ein Eisen mehr. Wenn wir hier rechts bleiben, dann dürften wir eigentlich nicht in den Bunker kommen. Wir werden es einfach mal mit diesem Schlag probieren. Wir stehen leicht über dem Ball. Das heißt, normalerweise müsste der Ball eine Rechtskurve bekommen. Aber ich habe ein bisschen verdreht, deswegen jetzt die Linkskurve, also praktisch die Gegenbewegung, ist eben auch ein Klassiker, wenn dann die Schlagfläche zugeht. So, der Pitch steht als nächstes an. Ich weiß aber gar nicht, ob ich den pitchen will. Ja, wenn der hier vorne aufkommt, dann bremst er natürlich. So, vielleicht ein bisschen höher anspielen. Ja, der rollt jetzt mal wieder richtig gut durch. Aber das müsste eigentlich ein machbarer Putt sein. This is a 16-footer. Ja, das ist so ein bisschen linke Lochkante. Ja, ein normaler Putt als solches. So, wieder nicht, dass wir am Loch wieder links vorbeigehen. Ja, das ist so linke Lochkante. So. Ja, wir müssen ein bisschen das Break annehmen. Und ist auch so ein verstecktes Doppelbreak. Geht auch wieder ein bisschen zurück nach links. Ja, und jetzt geht er wieder ein bisschen nach links. Mitte Loch. Yep, not a lot of movement there. He's able to walk that one in to save his par. Now on to the third. First par 5 on the course here at TPC Scottsdale. Yeah, the length of the hole hasn't really changed. Used to be 2 fairway bunkers down the left. Now there's only one. Still a hazard that runs down the right side. A strategic hole if you can't make this par 5 and 2 in a brand new green that has been completely changed. Ja, hier sieht man natürlich wunderbar, dass man kann hier mit dem zweiten den Ball nicht einfach aufs Grün rollen lassen, sondern man muss da über diese Waste Area drüber schlagen. Aber jetzt müssen wir mal schauen, dass wir unsere Drives etwas besser platzieren. Denn die Drives sind im Moment noch nicht so der Burner. Noch kein Fairway getroffen. Das ist schlecht für die Statistik. Eigentlich müsste man hier mit dem Fade reinspielen, damit er dann an der Bunkerkante sozusagen entlang rollt. Das werden wir jetzt mal versuchen, ob wir das doch noch hinkriegen hier, dass wir noch ordentlich faden können. Und los geht's. Ja, der müsste die Kurve annehmen. Jo, und das sieht gut aus, das passt. 255 Yards Carry. Da werden wir wohl etwas knapp um die 290. 291, das habe ich doch gewusst. So, man sieht auch hier, dass die Bälle nicht so sehr rollen hier auf dem Fairways. T-Shot has given the player a chance to go for this green in two. Just have to be mindful of covering the ravine, which protects the entire front part of the green. Ja, die Idee wäre natürlich, den irgendwo hier auf der Seite landen, wenn man da hinkriegt. Und dann würde er hier, weil das ist natürlich jetzt schon ein Grün mit einem richtigen Plateau. Also das ist so richtig mit zwei Stufen, mit zwei Ebenen. Das sieht man eben an diesem roten Gitter.
dass die rechte Seite deutlich höher ist. Und da will man eigentlich auf keinen Fall links liegen, denn so ein Putt nach oben, das ist dann... Auf der anderen Seite will man auch hier nicht in der Waste Area liegen. Und da wäre wirklich die Annäherung das Wichtigste. Also gut, wir schauen mal, wenn wir hier einfach mit dem Eisen hier reinspielen. Eisen 6... Wir gucken mal, dass wir noch ein bisschen vom Bunker wegbleiben. Dann sollte das eigentlich so passen. Gerader Schlag hier auf die 100 Yards. Das sollte eigentlich jetzt doch kein Problem darstellen. Yep, das sieht soweit gut aus, so wie gewünscht. Ja, er sieht jetzt nicht so zufrieden aus, aber... From the fairway, let's go to Noda. Ball nicely positioned in the layup zone, managed to stay out of the desert, now can attack with the third. Ja, das Problem ist, dass wir jetzt nicht wissen, was passiert. Also ob der wirklich liegen bleibt. Ob er liegen bleibt oder ob er Backspin kriegt. So haben wir ein bisschen mehr Luft und können trotzdem hoffentlich einen guten... So, wir werden ein kleines bisschen höher anspielen, aber ich hoffe, dass er nicht in den Hang, weil dann wird es gefährlich, wenn der hier auf dem Grün in den Hang springt. Er geht ein bisschen zum Stock. This could be a good one. Und wenn er liegen bleibt und kein Backspin, das gefällt mir. Well, I don't have my tape measure out, but that looks like, oh, what, 6-7 feet in there, but that is an excellent approach shot. 7 feet now, so. For birdie. Das ist eigentlich ein machbarer Putt, würde man sagen. Ja, der beginnt so rechte Lochkante, aber dann bricht er doch ganz schön rüber. Das heißt, wir geben ihm auf jeden Fall ein bisschen was mit, damit er das Break nicht zu sehr annimmt. So. And he indeed takes advantage of the par 5 third. It's a birdie. He's into red figures for the round at 1 under. Frank, what kind of shot is required here at the par 3 fourth? A little drop shot par 3 down the hill in today's standards because it's under 200 yards. Series of three tee boxes, so plenty to choose from there. The entry into the green is well protected now by the two bunkers, one in the center and one on the right front of this green. So, ein paar 3. Wir sind an der vierten Spielbahn mit 172 Yards. 10% abgezogen, also das heißt so knapp 155 Meter. Wir schauen uns das Ganze an. Wie schon angesprochen, sind natürlich die Bunker der interessante Teil. Eisen 7 würde mir hier jetzt mein Caddy anbieten. Der könnte aber knapp werden und vorne im Bunker landen. Und wenn er auf dem Grün landet, dann haben wir natürlich... Natürlich... einen gewissen Roll. Ja. Wenn wir hier drüben bleiben, dann kickt er nach rechts. Hier haben wir eigentlich mehr Platz. Eigentlich sollten wir rechts vom Stock bleiben, zumal der Wind ja von rechts kommt. Aber tendenziell drücken wir heute die Bälle ja nach links. Gut. Ja, diesmal bleibt er rechts. Reicht er? Miss hit, wrong club. What happened there, Frank? Wieder kein Grün getroffen. Above, maybe. It's a little bit of a head scratcher. Wasn't that hard a shot? Ja, wobei, was heißt kein Grün getroffen? Wir haben schon Grüns getroffen, aber leider jetzt nicht beim Paar 3. Er möchte einen Chipshot. Er möchte einen Chipshot und das aus dem Semi. Ja, okay, das macht Sinn. So, das heißt, er müsste eigentlich jetzt viel rollen. Er müsste eigentlich jetzt viel rollen. Okay. Okay, wenn er hier drauf kommt, dann rollt er definitiv nach rechts. Dann kriegt er einen Kick nach rechts. Man sieht's. Vorausgesetzt natürlich, das stimmt. Wir wissen es ja in der Update-Beschreibung, dass es teilweise Probleme gab. Gut, wir werden es so versuchen. Ja, das war natürlich viel zu wenig. Well, those are the shots that turn what you'd like to be a leisurely stroll out on the golf course into a day of hard work. Yeah, what could have been a tap in is now going to be a grind. Ja, das heißt natürlich, wir müssten auch diese Schläge mehr üben und das kann ich jedem nur empfehlen, dass er in die Academy geht und all diese Schläge natürlich übt.
So, jetzt schauen wir nochmal. Das geht bergauf. Ja, je mehr wir natürlich dem einen mitgeben, desto weniger nimmt er das Break an. Linke Lochkante sollte passen. Und das Paar gerettet. Yep, good work not to let that get away, and that's in for a par. Well, Frank, now at the fifth hole, the par four, the challenge stiffens just a bit. Yeah, the longest par four, obviously in the start of this golf course, around the 470-yard mark. Two bunkers down the right have been changed to one, but it's in the perfect position now. Of course, that new tee added to add a little bit of length to this hole. The green still remains relatively similar to what it used to be. So, 460 Yards für ein Paar 4. Auch hier wie immer natürlich in der Landezone ein Bunker, entweder auf der linken oder rechten Seite. Das macht das natürlich dann wieder interessant und spannend. Auch hier wieder die Frage, versuchen wir mit dem Draw den Ball vom Bunker weg oder mit dem Fade zum Bunker hin? Ja, wir werden es versuchen, dass wir ihn vom Bunker wegschlagen. So. 460 Yards, 273, ja, da haben wir noch einen ordentlichen zweiten Schlag. Das heißt, es hilft nichts, wir müssen auf jeden Fall hier ordentlich Gas geben. Also der Drive muss aufs Fairway kommen. Ich glaube, er nimmt die Kurve, sehr schön. So, und der Draw ist ja bekanntlich immer ein bisschen länger als der Fade. 269, wir kommen aber nicht doch über die 300. From the fairway, we check in with Noda. The fifth always plays one of the most difficult holes at TPC Scottsdale, so finding the fairway gives you the green light to go ahead and try and make a three. Also das Neuner müsste eigentlich relativ zügig liegen bleiben. Und wir sehen auch hier im Überflug diese Waste Area, also das heißt auch hier, muss man den Ball einfach in der Luft rüberbringen. So. Ein bisschen Windunterstützung haben wir. Und bleibt liegen. That's a good shot. And more importantly too, a green in regulation. So birdie chance. Ja, danke. Green regulation. So, das ist eigentlich jetzt wieder ein sauberer, schöner, fast gerader Putt. Ich überlege gerade. Er macht ein bisschen den Bogen nach rechts, ein bisschen den Bogen nach links. Aber in der Summe ist es doch eigentlich ein gerader Putt, oder? Oje, oje, aber er wird eher links ins Loch. Gut, also gut. Zack. Oh, der war flott. Not a problem. That's in for birdie. That score moves to 200 par. Ja, da haben wir klassisch durch die Breaks praktisch durchgepattet. Mitte Loch. This is a dogleg left. And another hole that's being stiffened by bunkers on both the left and the right side, really giving you the decision on what club to hit. Should you be bold or should you be smart? Ja, da haben wir es jetzt wieder gesehen auf dem Hinflug, die großen Tribünen. Und wie gesagt, schaut euch auf YouTube mal ein Video an, die 16. Da sehen wir es mit einer großen Anzeigetafel da hinten. Wir fliegen mal hin. Das ist die 16. Die ist komplett als Stadion mit Tribüne ummantelt. Ein Paar 3. Und ihr müsst da als Spieler tatsächlich durch den Tunnel in diese Arena rein, euren Ball schlagen. Und dann müsst ihr mit allem dort rechnen. Ihr werdet ausgeput, wenn ihr das Grün nicht trefft. Ihr werdet bejubeln, wenn ihr das Grün trefft, ein Birdie spielt. Oder, aber wie gesagt, schaut euch einfach mal an, Tiger Woods, Scottsdale, die 16. Mehr sage ich nicht, denn wir müssen uns jetzt wieder hier konzentrieren. Eigentlich 273 könnten wir auch versuchen, safe mit dem Holz hier reinzuspielen. Mit einem leichten Draw. Das Holz funktioniert eigentlich ganz gut. So. Zack. So. Thank you.
Ja, und da er zu weit reindrohrt, aber er springt auch glücklicherweise ein bisschen nach rechts. Ja, bleibt uns das Holz natürlich liegen und rollt nicht in den Bunker rein. From the fairway, Noda, this is second. And he is right on the number, 140 yards to the front, 148 to the hole, coming off a birdie at the previous hole, looking to go back to back. Ja, das Problem ist ein bisschen, dass wir, glaube ich, hier eine False Front haben. Das Neuner wird wieder etwas drüber laufen. Und dann vielleicht ein bisschen nach rechts. Ja, wir spielen den Ball so. Ja, doch ein bisschen mehr nach rechts, weil ich habe wieder den Verdacht, dass wir wieder etwas nach innen ziehen. Ja, nicht nur etwas, sondern deutlich. Aber bleibt er auf dem Grün oder springt er nach... Ah! Genau noch in die Kante. Well, he'll be disappointed with that, no doubt. Your swing didn't quite look right on that one. From the fairway, Noda, this is third. Ja, well, das ist jetzt wieder. The thing about this shot is the options. You can putt it, you could bump it and you could chip it, but either way it's going to be tough. Ja, danke, weil es geht natürlich ein bisschen bergab, ne? Das heißt, der Ball wird nicht zum Liegen kommen. Und wir versuchen es jetzt aber mal mit dem Chip. Weil wir müssen den definitiv noch ein bisschen lernen und der ist vorhin uns ja richtig nach rechts weggegangen. Mal schauen, was jetzt passiert. Ja. Ah, der könnte wieder zu kurz sein, oder? Nee. Er ist auf jeden Fall auf dem Grün. Das ist gut. Oh, how about the touch right there? Very well done. Hard to do much better than that. It was nearly perfect. Ja, ich merke schon, wir werden heute auf jeden Fall einen guten Statistikwert für Up and Down bekommen, weil wir doch jetzt jede Menge oder doch einige Grüns verfehlt haben. Und trotzdem noch das Paar gerettet. Ja. What's the difficulty here on the seventh hole, the par three of more than 200 yards? Well, Rich, front hole locations are always probably the toughest here because that's the narrowest part of the green. Bunkering really hasn't changed, and the green still does widen up, but the hole tends to play slightly uphill. Ja, das ist natürlich schon ganz schön tough. 226 Yards stehen wir hier. Das sind 200 Meter für ein paar drei. Deswegen hat der Kollege ja auch hier schon das Holz 3 in der Hand. Aber ein Holz 3 werde ich da natürlich nicht hinspielen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir könnten natürlich das Eisen 4 hier rechts, hier links hier reinspielen mit dem Fade. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich befürchte sowieso, dass wir dann sowieso wieder reinchippen müssen oder pitchen. Also die Kurve nimmt er an, aber ist er lang genug? Zack. Ja, er rollt aber leider durch. Eisen 4 ist klar, kein Spin. Und wir haben hier natürlich schon ganz schönes Okay, that's going to make its way into that rough to the left, but this shouldn't be all that difficult. Man sieht's, wie die Bälle verschwinden. Das ist halt ein richtiger Phil Mickelson-Platz. Hier kann er mit seinem kurzen Spiel absolut brillieren. So, wir müssen uns wieder Gedanken machen, wo wir den Pitch aufkommen lassen. Es geht ein bisschen bergab. Es geht ein bisschen bergab. Die Frage ist halt, verspringt er mir nach links oder nach rechts? Sind er tendenziell immer ein bisschen nach rechts? Ja, ich will ihn aber ein bisschen mehr rollen lassen. Okay, die Richtung war gar nicht mal so verkehrt. Er rollt gut runter. It's been a good start to the round and more evidence there. Beautiful touch from around the green. Ja, also wir haben schon schlechter hier im kurzen. Wir waren schon schlechter im kurzen Spiel. Also im Moment bin ich da sehr, sehr zufrieden. Wir müssen zwar immer hier, wie es so schön heißt, scramblen, aber das ist okay. Okay, that's finished off for a par. Scottsdale ist eben auch kein Selbstläufer. Da muss man schon sehr konzentriert und präzise spielen. More severe now by the addition of two bunkers. This was a bunkerless hole off the tee in years gone by, but those two bunkers certainly make this a sharper dogleg.
and because it forces the player to go down the right side, adds length to the already long 475 yards. So, wieder ein paar 458 Yards, also satte, also weit über 400 Meter. Das Fairway geht ein bisschen von rechts nach links. Wir haben wieder etwas Windunterstützung. Wenn wir den hier gut reinspielen, dann wird da vorne hier der Ball in die Kurve gehen und links runterrollen. Das Ganze werden wir natürlich noch ein bisschen versuchen zu unterstützen mit einem Draw. Aber nicht zu viel, weil wie gesagt, sonst rollt er uns da unten in den Bunker. Und das war ein Double Cross, man sieht es rechts unten. Aber Schwein gehabt. Tempo to that swing and this is going to wind up squarely in the fairway. Also es war schon richtiger Fehlschlag. Jedenfalls von der Schwungebene. Good look at the green. So, die Fahne steckt halt hier immer irgendwie in so einer Delle drin, beziehungsweise in so einem Bauch, sodass wir nicht viel Grün zum Anspielen haben für das Eisen. Das heißt, wir werden uns immer schön auf unser gutes Putt-Spiel verlassen müssen. Wir werden dieses Eisen 8 spielen, aber etwas höher anspielen, weil das Grün als solches ist ja flach. Ja, wir müssen einfach nur das Eisen zum Liegen bringen. So, etwas höher. Ja, bleibt ein bisschen links, da ist aber nicht schlimm. Gut. Das dürfte fast pin high sein. And that ball looked very good in the air. Just doesn't quite finish up that near to the flag, but still on the green. Und das Grid sagt erstmal, yep. From my vantage point, I don't see a whole lot of break. He should have a good run at this one. So, ich wollte schon sagen, das Grid sagt mir auch, dass es nicht eigentlich so ein komplizierter Putt ist. Auch hier wieder so ein bisschen so erst links starten, dann rechts rüber gehen, aber kurz vorm Loch geht er auch wieder rüber. Deswegen auch wieder der klassische, eher linke Lochkante. Aber auch hier gilt wieder aufpassen, dass wir nicht durchs Break putten. Ja, ein bisschen flott. Aber er geht rüber. Yes, very impressive right there. That goes down for a birdie. Rounding out the front nine with a par 4 of 453 yards from the back tee. Looks to be straight away here, Frank. Anything to be cautious about on this tee shot? Well, that bunker, there used to be two bunkers down the right side. There is now one, and it also pinches into the fairway, which almost makes this hole look like a faint dogleg right. But really, the best line is still down the left side, so it still actually suits a draw off the tee. Green is slightly elevated and not very deep, too. So judging that second shot, getting the right club is essential here at nine. Ja, auch hier gilt, etwas weg vom Bunker bleiben, aber dann trotzdem leicht mit dem Fade reinspielen. Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen hier auf der rechten Seite? Ja, das sieht hier rechts so ein bisschen aus wie die Driving Range. Na, so rum. Na. Ja. Das sieht so aus wie die Driving Range. So, da sieht man sie jetzt in voller Pracht. Die Tribünen. Von der 16. Ein Wahnsinnsding, weil wenn man bedenkt, dass also noch, ich glaube, der Platz wurde so in Ende der 80er eigentlich eröffnet und die ersten Turniere, die Phoenix Open, die waren noch, ja, da waren noch die Leute ganz normal hier. Deswegen sagt man ja auch Stadium Course dazu, weil hier außenrum immer solche Hügel sind, damit die Leute erhöht schauen können. Und da hat man dann eben auch hier an der 16 solche Hügelchen gehabt und die 16 hat sich dann eben herauskristallisiert als, ja, interessantes Par 3 und da wurden die Tribünen immer größer, hier die Seite, da wurden die Tribünen immer größer und größer und größer und mittlerweile wird dieses Par 3 komplett 360 Grad von einer Tribüne umrundet. Wenn eben jetzt, und jetzt heißt ja glaube ich der Ausrichter Waste Management,
Und wenn dieses Event eben stattfindet und das Scottsdale ist immer relativ früh in der Saison meines Wissens, dann werden hier immer diese Tribünen aufgebaut. Okay, das wieder mal ein bisschen Wissen to go. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich spielen wollte. Ich wollte eigentlich den leichten Fade hier reinspielen. So war's. So, dann schauen wir mal. Leichter Fade. Gut. Schön durchgeschwungen. Und er sollte jetzt nicht, genau, nicht irgendwie zur Seite wegbauen. So, wir haben da vorne zwar Bäume, aber ich glaube, die dürften keine Rolle spielen für die Annäherung an das Grün. Weil die Fahne. Fairway at the ninth, one of the widest on the golf course, so ball easily finds the fairway, now can take dead aim at this whole location to this narrow green. Ja, da haben wir wieder das Problem. Die Herausforderung, die es zu lösen gilt. Das Eisen 9 wird vermutlich zu kurz sein und dann in der Volksfront hängen bleiben. Das 8er könnte aber etwas zu lang sein. Aber wir machen es genauso wie vorhin wieder. Wir nehmen das 8er und werden einfach das hoch anspielen. Yep. Da geht ein bisschen nach links, glaube ich. Das ist okay. So, und liegen bleiben und nicht hinten rausrollen. Ist wichtig für die Statistik. And a good approach shot, just not quite as close as what you'd like, but still solid. Und für die Experience Points, die wir ja dann am Ende der Runde dann erwerben. Concentration here, perhaps a little bit further away than we would have liked, but a two-putt would be a very good result. Oh ja, das geht bergab. Das geht bergab. Und der Putt wird jetzt nicht so einfach. Den müssen wir auf jeden Fall weit rechts starten lassen. So. So. Nochmal ein bisschen nach innen. Ja, passt. So, kommt er jetzt links runter? Zieht er rum, der ist zu viel, oder? Er ist zu viel. Just gonna sneak on by. So, aber im Großen und Ganzen haben wir nichts falsch gemacht. Das sind immer gute Putts. So, jetzt irritiert mich das wieder ein bisschen. Yep. Just a tap in there for par at the ninth. And that is gonna finish off a 3-under front side as they go out in 32. This 10th hole is really all about strategy and good decision making. It's a hard dogleg to the right and you have a couple of options. You can cut the corner with a driver, but then you're contending with a small bunker and some trees if you miss hit it. Or you can go with a fairway wood, but if you're offline, well then you bring the bunkers on both sides into play. So, das war also nochmal der Überflug über die 10, die uns jetzt praktisch an die Hinterseite der 16 bringt. Aber ihr wisst ja Bescheid, die Regel ist immer, 9 Loch werden gespielt. Wir spielen immer zuerst die Front 9 in dem ersten Video und die Back 9 dann im zweiten Video. Deswegen darf ich mich auch hier an dieser Stelle zunächst einmal verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, habt auch ein bisschen was Interessantes gesehen. Mit 3 unter Par können wir zufrieden sein, mehr als zufrieden. Und wir sind noch bogeyfrei. Das könnte also noch eine richtig schöne, gute Runde sein. Aber ich freue mich am meisten auf die letzten Bahnen. Die 15, 16, 17, die sind richtig gut, die sind ganz, ganz dolle. Also freut euch ebenfalls auf die Back 9 hier im TPC Scottsdale, Arizona. Ich wünsche euch allen ein schönes Spiel und bis bald.